James Corden ist unfreundlich, Mel meinte es ironisch. Mel B., 47, hat sich wohl nur lustig machen wollen. James Corden, 44, ist eigentlich als lustiger und sympathischer Late-Night-Moderator bekannt, der mit den Stars per Du ist. Doch die Spice Girls-Sängerin scheint da anderer Meinung zu sein. Sie betitelte ihn als einen der unfreundlichsten Promis. Er sei unhöflich zu seinen Gästen und vor allem zu seinen Mitarbeitern. Aber nun scheint sie zurückzurudern, Mel erklärte, ihr Vorwurf sei nicht ernst gemeint gewesen. Gegenüber Fox News Digital stellte Mel ihre Aussagen jetzt klar. Eigentlich war es Scherz gewesen. Dass ich James Corden genannt habe, erklärte sie. Diese Aussage habe sie lediglich ironisch gemeint. Dennoch begegnet die Musikerin in der Branche immer wieder Menschen, die abgehoben und einfach nicht nett seien. Ich denke, es ist so wichtig, bescheiden zu bleiben und einfach freundlich zu sein, meinte sie. Ihre Ansichten bezogen sich nicht darauf, wie James zu ihr gewesen sei, sondern wie sie ihn im Umgang mit seinen Mitarbeitern erlebte. Mel zählte auch ihre Spice Girls-Kollegin Geri Halliwell, 50, zu den eher unfreundlichen Stars, die ihrer über die Jahre begegnet sind. Das liege vor allem daran, dass sie die Sängerin manchmal als wirklich verdammt nervig empfand. Aber hier betonte sie nun ebenfalls, dass das ironisch zu verstehen sei. Offenbar habe sie auch kein größeres Problem mit Geri.